So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Verrückte Fracht von Frosted Games. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und wenn ihr schon mal was von Frosted Games gespielt habt, wisst ihr, das sind in der Regel schon eher anspruchsvollere Spiele. Und hier ist das auf jeden Fall so. Das ist, also ich habe selten so viel Brainburner in einer so kleinen Schachtel gesehen. Das wirkt erstmal wie das normale, knuddelige Cosmos Zwei-Personen-Spiel, aber da steckt doch schon ein bisschen mehr drin. Man muss das Spiel sich auch erstmal arbeiten, wirklich lernen, verstehen, wie das so funktioniert. Da braucht man locker so ein, zwei Partien für, wo man dann auch da sitzt und denkt, das Hirn explodiert. Und dann ist man irgendwann drin und dann merkt man, okay, das Spiel hat doch auf jeden Fall viel mehr Ebenen, als man am Anfang merkt. Und man ist auch so ein Spiel, wo man erstmal alles durchoptimieren will, wo man immer die passenden, perfekten Verbindungen bauen will. Und denkt man auch, okay, das dauert ja ewig, bis das mal in Gang kommt. Und dann wird man aber irgendwann feststellen, gerade wenn man es gegen wen spielt, der schon mal gespielt hat, okay, der macht ja einfach Sachen, der schickt schon mal LKWs los, bevor er hier seine ganzen Verbindungen fertig gebaut hat. Und zack, hat man das Spiel verloren. Das ist eben auch so ein Spiel, weil es vier unterschiedliche Endbedingungen hat, kann man es eben auch viele Arten verlieren, weil man hat gerade versucht, die eine Sache zu machen, bumm, hat der Mitspieler irgendwie über die andere Endbedingung gewonnen und das ist auf jeden Fall super reizvoll. Das ist definitiv kein Spiel, das ich uneingeschränkt jedem empfehlen würde, der jetzt einfach ein Schickes für zwei Spieler sucht. Guckt euch mal dieses Video an, das ist auf jeden Fall Special Interest, aber wenn man auf so einen abstrakten Brainburner steht, der eben auch hochgradig interaktiv ist, obwohl man im Prinzip die ganze Zeit solitär auf seinem Board spielt, aber trotzdem muss man gucken, was der andere macht, wo der andere Dinge losschickt, dann schaut mal rein und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal so ein bisschen im Detail an. So, das ist das Spiel einmal aufgebaut. Das hier ist meine Fabrik, die ich bauen kann. Am Anfang ist es natürlich normalerweise leer. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen aufgebaut. Zur Erklärung, das hier ist die Fabrik meines Mitspielers. Hier sind überall so Förderbänder an der Seite. Das hier sind halt die Maschinen, die in dieser Fabrik drin sind. Es gibt noch andere Spielpläne, die halt anders angeordnet sind, wo man dann auch immer eine neue Challenge hat. Und ich möchte halt diese Maschinen mithilfe dieser Leitung hier mit diesen Förderbändern verbinden. Und immer wenn ich das geschafft habe, jetzt hier wirklich so durchgehend, ne, eine blaue Verbindung oder hier halt durchgehend eine rote Verbindung mit so einem Förderband oder hier durchgehend auch so eine rote Verbindung, dann bewege ich mich halt hier eins vor und zeige damit halt an, okay, na, ich habe jetzt drei Verbindungen, man bekommt hier immer Vorteile, solche Zahnräder, mit denen man nochmal Extrakt so machen kann, der erste bekommt nur eins, der zweite später zwei und ab da, wo ich mindestens drei Verbindungen gebaut habe, immer wenn ich noch eine weitere Verbindung baue, ziehe ich eine von diesen LKW-Karten und die sind halt auch super wichtig, die möchte man auf jeden Fall bekommen, weil man die später ausspielen kann, um sich hier LKWs in seine Fabrik zu holen, na, wenn ich jetzt mal wegen die Karte für diesen LKW habe, dann kommt der hier so reingefahren und dann wird eben auch sofort geguckt, ne, kann der jetzt irgendwie was aufnehmen und dann sehen wir halt schon mal, okay, ne, hier diese blaue Leitung, ne, da ist halt das Cockpit, da geht nichts rein, aber diese rote Leitung, zack, da kann ich schon mal gleich ein rotes Gut aufladen. Ne, und wenn dann später noch ein weiterer LKW kommt, meinetwegen so ein 1er LKW, dann wird das hier halt einfach vorgeschoben, dann wird da wieder geguckt, ne, ist jetzt irgendwas passiert, diese blaue Leitung ist jetzt verbunden, aber hier kann leider keine Ware drauf, aber hier, da kommt jetzt nochmal eine rote hin, also kann ich auch die verschiffen. Das ist aber auch wichtig, es dürfen niemals gleichfarbige Güter nebeneinander, also irgendwie so würde gehen, aber dafür hätte ich halt die Rohrleitung entsprechend bauen müssen. Und da ist eben auch wichtig, ich kann diese Rohrleitung auch jederzeit umbauen. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Plättchen hier habe, dann dürfte ich das auch einfach hier drüber bauen. Das darf allerdings nicht so wackeln, dafür habe ich fünf so Unterbauteile. Das könnte ich jetzt nehmen und da drauflegen. Oder ich baue da einfach irgendwas anderes hin. Wie gesagt, ich darf alles immer jederzeit überbauen, solange es halt danach nicht frei schwebt. Und jetzt wäre halt diese Maschine hier verbunden. Das heißt, ich dürfte da jetzt auch noch so eine blaue Fracht, also ein blaues Gut hinliefern. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich es noch irgendwie schaffen sollte, hier auch noch was Blaues hinzubekommen. Also jedes Feld auf diesem LKW, wo ich was hinliefern kann, ist befüllt. Dann kriege ich hier sogar so einen Vorteil. Das ist hier dann, ne, so eine ja, Kreuzung quasi, die halt ne eine Maschine im Prinzip dreimal mit was Blauem verbindet. Das ist schon echt gut. Oder eben auch ne, die rote könnte ich mir hier nehmen. Das müsste ich natürlich auch planen, dass ich das halt geschickt einbaue und das auch wirklich gut aktiv nutzen kann. Das wäre dann schon nicht so schlecht. Aber ne, vielleicht schaffe ich das ja auch nicht und denke mir jetzt, ach komm, ne, ich habe hier jetzt irgendwie noch Karten auf der Hand. Ich habe hier noch diesen LKW, ein LKW oder Laster der Länge 5. Da muss ich eben auch gucken, dass ich wirklich auch genau den nehme. Na, das wäre dann jetzt der hier. Den könnte ich dann eben auch dahin spielen. Und jetzt wäre es eben halt so, dass man eben auch wieder natürlich erstmal gucken würde. Also erstmal wird der hier rüberfahren.
in die andere Fabrik. Und dann könnte ich jetzt dann auch sehen, okay, ne, der hier kann da allerdings aufnehmen. Der ist natürlich auch sehr schnell voll, um den Bonus zu bekommen. Aber das müsste ich jetzt dann auch wieder umbauen, indem ich eben zum Beispiel, wenn ich es dann irgendwie zur Verfügung hätte, die Krux meines Spiels ist eben auch immer, die passenden Teile zu haben. Aber solange das hier so liegt und ich da nichts Neues reingeschoben habe, könnte ich eben auch jetzt einfach diese Verbindung hier drüber bauen. Und zack, wäre jetzt hier eben das Blaue miteinander verbunden. Dieser LKW wäre perfekt gefüllt. Und ich dürfte einfach nochmal einmal aus dem Beutel ziehen und mir halt zum Plättchen nehmen. Das wäre schon mal ganz gut. Und hier würde man jetzt bei Mitspieler gucken, also angenommen, der Mitspieler hätte das jetzt rübergeschickt bei mir, dann würde man halt schauen, ne, okay, ne, hier ist das Ganze angekommen, kann ich da irgendwas von in Empfang nehmen? Und tatsächlich ist es hier jetzt eben so, weil ich das natürlich auch gut vorausgeplant habe, ich habe schon gesehen, was mein Mitspieler hier gebaut hat, auch wenn ich das jetzt nicht aufgebaut habe, ich wusste halt, ne, er schickt hier halt auf der 3 rote Sachen raus, also habe ich hier jetzt auf der 3 eine rote Annahmestelle gebaut und jetzt kommt dieses Gut einfach hier an und wird hier dann eben eingelagert. Und dafür bekomme ich sofort einen Vorteil, in dem Fall halt auch so ein Zahnrad, womit ich halt, ne, statt 3 Bauaktionen dann 2 Bauaktionen mehr machen kann. Oder ich kann auch 2 hiervon eintauschen gegen so ein LKW-Plättchen und damit kann ich mir nochmal so eine LKW-Karte nehmen. An die kommt man auch nicht so leicht ran, das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Ich kann aber auch 2 von denen hier gegen so eine Viererkreuzung eintauschen und braucht dann dafür auch nochmal wieder so ein Zahnradchip, um die dann legen zu können. Also das ist nicht ganz so easy, das ist auch eine Anleitung, also ein bisschen holprig erklärt, aber da kommt man schon rein. Und jetzt ist das Teil hier jemand angekommen. Und es kann ja sein, dass man Mitspieler jetzt immer wieder hier einfach, ne, das da reinspielt, da auf die 3 rote Sachen schickt und die halt rüber schickt und ich nehme die halt auch immer an. Und sobald ich von ihm dann noch 3 weitere rote Sachen bekommen habe, habe ich hier quasi meinen ersten Stern verdient, weil diese ganze Reihe hier voll ist. Und die ist halt am Ende, wäre die jetzt halt einfach 4 Punkte wert, jetzt wäre die halt 7 Punkte wert, jetzt wäre die 9 Punkte wert und jetzt hätte ich einen Stern verdient. Und sobald ich einen Stern verdient habe, wird am Ende der Runde geguckt, hat einer der beiden Spieler einen Stern. Wenn das der Fall ist, hat der quasi fast sofort gewonnen. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit bei. Und dementsprechend, wenn das jetzt so wäre, dass er die Sachen einfach rüberschickt, bam, wäre es vorbei. Das heißt, es würde für ihn Sinn machen, seine Fabrik nochmal umzubauen, dass er halt auf einer anderen Position diese Güter liefert, wo ich sie erstmal nicht annehmen kann, wo ich dann auch wieder darauf reagieren muss. Und so muss man eben auch immer aufpassen, was der andere macht, auch gerade am Anfang. Wenn ich natürlich versuche, hier möglichst viel irgendwie zu verbinden, kann er natürlich auch erstmal darauf spielen, hier möglichst viel anzunehmen. Aber es gibt eben auch noch eine andere Siegbedingung. Sobald man hier hinten ist, ihr seht ja schon, hier ist ein Stern. Das heißt, sobald es ein Spieler geschafft hat, 10 Verbindungen zu bauen, also meinetwegen hier 5 und da 5 oder hier irgendwie 8 und da 2, was nicht so einfach ist, aber sicher mit guter Planung machbar, dann bekommt er eben auch einen Stern und hat damit dann gewonnen. Aber es ist immer wichtig, ihr seht ja hier, nur diesen, ich hoffe es ist gelb, ich bin absolut grünblind, diesen markierten Bereich, man muss mindestens 2 blaue und mindestens 2 gelbe Güter geliefert haben und wenn man das nicht hat, dann ist egal was ist, man kann das Spiel nicht gewinnen, dann ist einfach vorbei. Da, eine weitere Endbedingung ist nämlich auch, dass hier diese LKW-Karten, dass seine Stapel aufgebraucht ist und wenn das der Fall ist und es hat tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch niemand jeweils 2 Güter verschifft, dann kann es sogar tatsächlich, wenn ich die Regel richtig verstanden habe, in einer beidseitigen Niederlage enden und das wäre natürlich gar nicht so super gut. Und die andere Endbedingung ist eben, sobald ein Spieler insgesamt 9 Güter verschifft hat. Also ich habe jetzt hier meinetwegen, ne, 8 verschickt und dann schicke ich noch das hier weg. Dann sind es halt 2, 4, 6, 8, 9 Güter, die weg sind. Und wenn dann keiner einen Stern hat, dann wird eben am Ende der Runde geguckt, wer hat die meisten Punkte. Das heißt, ich würde hier eben gucken, für jede Reihe an sich. Hier habe ich dann halt insgesamt 8 Punkte für diese Reihe, 8 Punkte für diese Reihe. Das ist ein bisschen unglücklich gemacht, dass das nur hier oben drüber steht. Hätte ich es auch noch geschafft, den hier wegzumachen, würde ich nochmal 2 extra Punkte bekommen, weil die Vorteile, die hier unter einer Spalte sind, bekomme ich eben immer, wenn ich die ganze Spalte leergeräumt habe. Das muss man sich merken, da muss man reinkommen. Das vergisst man am Anfang gerne mal oder kriegt das durcheinander. Wenn das halt so ist wie hier, wo es einfach aufgedruckt ist, dann bekommt man den Vorteil sofort. Aber auch hier, wenn ich es jetzt geschafft haben sollte, 2 blaue Güter anzunehmen, dann würde ich eben auch hier so ein T-Stück als Belohnung bekommen, wenn es denn noch da ist. Ne? Wenn weg, dann weg. Und das ist schon echt interessant, weil in der ersten Partie, die wir gespielt haben, haben wir natürlich erst noch mit den Regeln gekämpft, versucht zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann sitzt man natürlich auch hier und guckt erstmal, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich möglichst viel verbinde, dass wenn ich hier so ein LKW habe, dann lasse ich den erstmal da stehen, bis ich wirklich alles voll gemacht habe. Und dann meinte halt auch eine Zuschauerin, während wir das live gestreamt haben, ja, wir haben es auch schon gespielt, wir haben das am Anfang auch so gemacht, aber irgendwann hat dann einfach mal irgendwer was losgeschickt. Dann war der auf der anderen Seite noch gar nicht vorbereitet, die Sachen anzunehmen.
nehmen. Und dann will ich natürlich auch vielleicht einfach mal so noch einen anderen LKW hinterher schicken, damit der sich hier eben nochmal verschiebt und das nicht angenommen werden kann und einfach die Waren rausfahren, ohne dass er sie hier halt passend annehmen kann. Wenn jetzt hier noch ein LKW kommen würde, meinetwegen der hier, ne, und die Waren hier wurden ja noch nicht abgeladen, dann wird sich der halt auch nochmal weiter verschieben. Und jetzt ist der hier über die 10 hinausgekommen. Das heißt, der geht einfach so raus und ich konnte diese Waren nicht annehmen, kriege da also keine Punkte für, keine Vorteile, vielleicht auch nicht die Sterne für. Das heißt, da muss man auch mal so ein bisschen auf Zack sein. Es gibt nämlich auch eine super, ja, im Prinzip gemeine Regel, die man aber auch auf dem Schirm haben muss. Ich kann eben auch immer, wenn ich so eine LKW-Karte ausspiele, statt diesen LKW hier bei mir hinzuspielen, kann ich ihn halt auch beim Mitspieler hinspielen. Das heißt, wenn ich sehe, er hat da ist hat einen LKW da hingespielt und will den jetzt beladen, indem er noch irgendwie seine Fabrik auch umbaut, sein Leitungssystem ändert oder überhaupt erst was dahin baut, dann kann ich eben zack das damit eben auch quasi zunichte machen und guck dann, dass ich im Idealfall natürlich auch da einen LKW hinspiele, der vielleicht auf diesen Positionen auch nichts annehmen kann. Also da kann man dann auch schon so ein bisschen interaktiv sein, ohne dass sich das eben wirklich jetzt so richtig gemein anfühlt. Und der Spielablauf selbst ist eigentlich relativ easy und das läuft auch in der Regel parallel ab. Das heißt, zuerst gibt es immer die Bauphase, wo ich drei Bauaktionen habe. Wenn ich hier so einen Zahnradmarker habe, kann ich mir auch zwei zusätzliche Bauaktionen holen, also dann bis zu 5. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, ne, ich habe vielleicht am Anfang noch jetzt auch gar keine Teile mehr, die ich verbauen kann. Ich möchte mit der ersten Bauaktion hier so ein Teil ziehen. Dann kann ich schon mal gucken, passt das irgendwo rein? Ja, nein. Ich kann dann sagen, mit der zweiten Bauaktion ziehe ich noch ein Teil. Und ja, dann wären das jetzt vielleicht meine Teile und dann könnte ich jetzt halt sagen, okay, jetzt habe ich ja noch eine Bauaktion, dann gucke ich mal, ob das schon irgendwie passt oder ob ich vielleicht sogar noch mehr Teile ziehen möchte. Ich möchte ja vielleicht irgendwie das hier auch noch miteinander verbinden, aber das wäre gerade alles irgendwie noch gar nicht so gut, das passt halt farbtechnisch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas überbauen möchte, ob ich vielleicht den hier hinbauen möchte und ja, dann ist der natürlich wieder genau falsch rum, aber könnte ich natürlich schon mal machen, aber ich kann jetzt nur noch einen davon verbauen, weil ich habe ja einmal gezogen, nochmal gezogen, ein Teil gebaut und habe hier halt jetzt noch Pläne für später, mal gucken, wo das hinführt. Das heißt, dieses dritte Teil habe ich am Ende der Runde noch auf meiner Hand und dann kommt das Ganze hier in meine Kiste, auf einen dieser beiden Kistenspots. Danach kommt dann diese Logistikphase und wenn ich da halt diese Karten auf der Hand habe, dann kann ich zum Beispiel auch diese Karte jetzt einfach ausspielen, um mir noch mehr von diesen Leitungen zu holen, in dem Fall halt 3 Stück. Auch dann würde ich einfach hier in diesen Beutel greifen, da zufällig 3 Stück rausziehen und die darf ich jetzt nicht gleich verbauen, weil das kann ich nur in der Bauphase machen. Das heißt, ich würde jetzt schon mal überlegen, gucken, was habe ich da, wie passt das zusammen? Ich wüsste jetzt schon mal, okay, ne, den kann ich hier bauen, dann kann ich hier auf Position 9 auch mal was einlagern und die anderen, weiß nicht, kann auch sein, dass ich sage, ich möchte die einfach abwerfen später. Das heißt, ich könnte die jetzt vielleicht irgendwie so in meine Kiste legen oder ich könnte auch irgendwie den hier hinlegen und die beiden hier. Das kann ich ja planen, wie ich möchte. Nur Teile, die schon in meiner Kiste liegen, darf ich nicht verändern. Ne? Alternativ kann ich eben diese LKW-Karten auch spielen, die Lasterkarten, um mir halt neue Lastwagen zu holen. Und das ist halt ein LP, also ein Lasterpunkt. Hier sind halt 2 Lasterpunkte drauf, hier ist auch ein Lasterpunkt drauf. Ich darf Karten mit einem Gesamtwert von bis zu 2 LP ausspielen. Also entweder die beiden hier, dann dürfte ich mir jetzt genau diesen Laster und genau diesen Laster holen und die halt in einer beliebigen Reihenfolge hier reinschieben. Oder diese Karte spielen und dann dürfte ich mir eben auch genau diesen Laster holen und den hier bei mir reinschieben. Wenn es passt, auch sofort mit Waren beliefern, wenn es nicht passt, dann halt nicht. Oder ich kann natürlich auch mal sagen, der soll lieber hier rein. Das muss man sich schon genau überlegen, aber das kann durchaus Sinn machen. Das sind so die beiden Sachen, die man mit diesen Lasterkarten machen kann. Und es kann ja auch sein, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, in der einen Runde habe ich die beiden gespielt, um mir die beiden Laster zu holen und in der anderen Runde habe ich die hier weggeworfen, um mir einfach hier 3 Teile aus dem Beutel zu ziehen. Jetzt habt ihr halt keine. Dann kommt ihr entweder neu ran, wenn ihr hier halt vorangeht, weil ihr noch mehr Verbindungen gebaut habt. Aber vielleicht habt ihr auch die Option gerade gar nicht. Deswegen könnt ihr eben auch immer sagen, ihr möchtet hier gerne einfach nach der Bauphase, wenn ihr in die Logistikphase kommt, statt eine Karte für einen LKW oder für halt Teile zu spielen, könnt ihr eben auch 2 Teile hier abwerfen. Das ist auch hier unten nochmal angegeben. Ich hoffe, man sieht das von oben. Und die werft ihr dann einfach ab. Die kommen dann aus dem Spiel. Und dann dürft ihr euch dafür halt eine LKW-Karte ziehen. Und auch wenn ihr hier so einen Marker bekommen habt, weil ihr hier irgendwie diesen Vorteil bekommen habt, weil ihr hier irgendwie die Teile da draufgelegt habt, diese Güter, oder weil ihr vielleicht so einen LKW voll gemacht habt, der euch so ein LKW-Plättchen geben würde, dann könnt ihr eben auch einen so einen Marker hier wieder abgeben in den Vorrat und dürft auch dafür eine Karte ziehen. Und da so einen gewissen Fluss an Karten zu haben, ist auf jeden Fall mal wichtig, weil ihr natürlich die passenden LKWs braucht. Auch wenn ihr vielleicht viele einer LKWs habt, müsst ihr auch eben immer sehen, wie befüllt ihr die. Weil wenn ihr den erstmal hier unten reinschiebt, dann ist der auf jeden Fall immer hier unten auf der 1, wo der nie beladen werden kann. Wenn jetzt aber natürlich noch ein zweiter hinterherkommt,
Ne, dann kann man den schon auf der 3 beladen. Jetzt wird da halt sofort wieder so eine rote Fracht reingehen. Und wenn ich dann später nochmal hier so einen reinschiebe, dann ne, wäre das jetzt auch wieder doof natürlich, weil jetzt wir hier genau das Cockpit auf der 3 und ne, das Ding hier ist jetzt schon voll. Also auch LKW-Management muss man hier auf jeden Fall gewissenhaft betreiben. In dem Spiel, ich glaube, man kann auch so ein paar Promo-Sachen sich dazu und sind dann halt noch mehr Fabriken. Da müsst ihr jetzt immer drauf achten. Die haben halt unten immer eine Zahl. Das hier ist jetzt zum Beispiel die 6. Wenn ihr es halt spielt, dann muss der andere halt genau die gleiche nehmen. Das heißt, ne, hier hätte man jetzt zum Beispiel P1. Ist auch wieder ein bisschen anders aufgebaut. Da gibt es halt jetzt nur 2 von diesen Maschinen, aber da sind gleich schon so T-Kreuzungen drauf eingebaut. Der Mitspieler muss dann halt genau den gleichen Spielplan nehmen. Und die sind eben auch immer beidseitig. Das heißt, wenn man hier irgendwie P3 hat, wo auch jetzt die Maschinen natürlich schon wieder woanders sind, dann muss der andere eben auch P3 nehmen. Ihr könnt dann eben auch die Rückseite nehmen. Auch da sieht man wieder, ist ein bisschen ein anderer Aufbau. Hat man also jedes Mal eine andere Herausforderung. Da gibt es auch so ein paar Sonderregeln. Hier sind zum Beispiel so Zahnräder aufgedruckt. Die haben wir hier halt auch drauf. Ich muss nicht angrenzend bauen. Das heißt, wenn ich irgendwie Teile habe, ich kann auch einfach sagen, ich lege den jetzt mal hier, weil ich da später noch irgendwie was hinbauen möchte. Dann habe ich halt hier so ein Zahnrad überdeckt. Dann bekomme ich halt so ein Zahnrad. Das heißt, ich kann auch gleich am Anfang sagen, ich möchte hier einfach diese ganzen Teile überdecken, um hier diese ganzen Zahnräder zu holen, um mehr Bauaktionen zu haben, um gleich auf so ein T-Stück irgendwie hinzusparen und damit weiterzubauen. Es ist auch so ein Effizienzspiel natürlich, weil ich will mir natürlich irgendwie schon was aufbauen, eine gut laufende Fabrik, eine gut laufende Maschine. Aber ich muss eben auch immer ein bisschen gucken, was macht mein Mitspieler so, wie reagiert er auf mich und dann eben sehen, dass ich halt gerade jetzt die richtige Taktik fahre, indem ich halt irgendwie ständig meine Fabrik umbaue, mir die passenden LKWs hole, vielleicht auch einfach mal darauf gehe, schnell viele Verbindungen zu bauen. Aber selbst wenn ich das mache, ich kann nicht nur die Verbindung bauen, ich muss eben auch immer diese Güter hier verschifft haben, weil oder ne, verschickt haben, weil sonst kann ich einfach nicht gewinnen. Ich bin dann vom Sieg ausgeschlossen. Ja, selbst wenn ich das so toll gebaut habe, dass ich hier alles toll empfangen kann, ob ich das noch nicht losgeschickt habe, das ist halt, das muss man auf jeden Fall bedenken. Und das ist eben auch wirklich ein Spiel, das eine Lernkurve hat, wo man auch gefühlt so in jeder Partie nochmal neue Strategien ausprobieren kann. Und ich glaube auch, das ist wieder so ein Spiel, gerade wenn ich es verliere, dann triggert mich das besonders, dass ich einfach gleich nochmal spielen möchte und eben auch gegen diesen Gegner oder diesen Mitspieler, mit dem ich gespielt habe, eben das auch nochmal besser mache und irgendwie besser auf das reagiere, was er so plant, auch seine Fabrik mehr im Auge habe oder meine doch ein bisschen anders aufbaue oder gucken, ne, wann ich worauf gehe. Aber muss eben auch ehrlicherweise sagen, es gibt oft genug in diesem Spiel auch Züge, wo, also gerade am Anfang läuft das, man hat halt die Karten, man zieht halt diese Teile aus dem Beutel und das funktioniert alles und dann irgendwann kommt das ein bisschen zum Erliegen und da hat man so Phasen, wo man sagt, okay, ich irgendwie ziehe nur Teile und in der anderen Phase habe ich vielleicht hier meine Karten, aber die brauche ich irgendwie alle, davon will ich keine abgeben, ich mache mal nichts. Das kann sein, das sind dann so Züge, die halt ein bisschen lahm sind. Die habt ihr vielleicht 2-3 Runden am Stück. In der Regel wird es bei den meisten Partien auch so sein, dass euer Mitspieler die dann auch schon vor euch hatte oder nach euch hat und es ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn man da geübt drin ist, das hat eine Lernkurve, dann wird man den Boden mit dem Mitspieler in der Regel aufwischen. Das heißt, wenn da halt wirklich jemand signifikant besser drin ist, müsst ihr euch darauf einstellen, erstmal viele Partien zu verlieren. Lernt natürlich auch ein bisschen was. Kommt, glaube ich, immer auch sehr auf den Spieler an, wie schnell man da auf einem Level ist, dass man das wirklich gut mitspielen kann. Das ist auf jeden Fall eher was für zwei Leute, die wirklich gerne grübeln, die wirklich auch Spaß im Optimieren haben, aber dann eben auch damit leben können, dass sie es nicht immer hundertprozentig optimal bis zum allerletzten, dass immer jeder LKW voll befüllt ist, durchoptimieren, sondern eben dann auch einfach mal sagen, so, jetzt mache ich, jetzt schicke ich raus, das ist der richtige Zeitpunkt, weil mein Mitspieler ist ja nicht darauf vorbereitet. Und wenn man an sowas Spaß hat, dann ist das auf jeden Fall durchaus ein gutes Spiel. Ich hätte mir tatsächlich auf der Rückseite der Anleitung nochmal genau eine Übersicht gewünscht, wie das jetzt mit diesen Markern funktioniert und so. Das ist in der Anleitung ja auch schon irgendwie erklärt, aber ich finde auch, dass man dann hier irgendwie nur einen von diesen Chips spielen kann und auch mal zusätzliche LKW-Punkte generiert und so. Also da habe ich auch schon Feedback bekommen, dass manche Leute das wirklich nicht zugänglich fanden und gesagt haben, das war auch für sie eher eine Enttäuschung. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich hatte das ja auch in meinen Highlights im Juli tatsächlich drin, weil mir das wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich hatte aber auch die richtigen Mitspieler dafür. Sagt, das ist nicht ein Spiel, das zwingend bei jedem gut ankommen wird, aber wenn ihr jetzt vielleicht auch dieses Video gesehen habt, wir haben das auch wirklich oft live gespielt. Also man kann da wirklich zugucken. Ich glaube, 1-2 Mal war auch Matthias von Frosted Games dabei und hat dann auch im Chat zugeguckt und vielleicht auch, wenn wir noch am Anfang einen Regelfehler hatten, uns darauf hingewiesen. Aber da bekommt ihr mal dann eben auch einen richtigen Eindruck davon, wie sich das Spiel eben anfühlt und wie so die Stimmung am Tisch ist und wo wir die Leute so nachgrübeln und auch wie so die Gespräche nach dem Spiel waren, wie so wirklich der ungeschminkte Ersteindruck von den Spielen war. Dafür sind eben diese Livestreams auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß, sie sind immer natürlich ein bisschen lang und opulent und da wird auch mal gegessen und gequatscht und telefoniert nebenbei, aber
um halt wirklich zu sehen, okay, das hier war jetzt so die Theorie, wie ist es in der Praxis, wenn man es gerade nicht selbst spielen kann oder vielleicht noch mehr, noch einen besseren Eindruck haben möchte, bevor man sich das selbst kauft, dann ist das, glaube ich, immer eine ganz nette Hilfe. Wie gesagt, da muss man jetzt nicht die ganze halbe, dreiviertel Stunde gucken, vielleicht nur so die letzten 15 Minuten oder so. Und ja, dann das in Kombination hier mit dieser Spielvorstellung sollte euch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck liefern, ob das ein Spiel für euch ist oder nicht. Ich fand's gut, meine Mitspieler hatten da bisher auch immer Spaß dran. Und ja, ich überlege gerade, ob ich noch was sagen könnte. Und das waren jetzt definitiv nicht alle Regeln im Detail. Also es führt kein Weg daran vorbei. Ihr werdet diese Anleitung nochmal selbst lesen müssen. Ihr wisst jetzt aber ungefähr, was das Spiel von euch möchte. Ich habe versucht, euch so ein bisschen das Spielgefühl, so die Dinge, auf die es ankommt im Spiel, zu vermitteln. Eben auch mit einer Übersicht, wie so ein Zug dann eben aussehen kann. Und ja, lasst mir natürlich sehr gerne ein Feedback zu diesem Video da. Wie fandet ihr es? Und auch wenn ihr Curious Cargo bzw. Verrückte Fracht schon selbst gespielt habt, dann auch natürlich gerne ein Feedback unter dem Video lassen, wie ihr es so gefunden habt, ist ja auch immer ganz interessant für andere Leute, die vielleicht neugierig auf dieses Video sind. Und das war es dann für heute von mir. Ich danke euch recht herzlich fürs Zugucken und sage bis bald und tschüss!